Auch verschiedene Pflanzenfossilien gibt es hier zu sehen. Das hier stammt aus der frühen Kreidezeit. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, was es ist. Es steht da dran, Cicadophytes. Es sieht ähnlich aus wie ein Farn, hat auch so ein dickes Rhizom unten, wo die Blätter raussprießen, die relativ farnähnlich aussehen. Allerdings sind die einzelnen kleinen Teilblätter nicht hier aufgefiedert. Deswegen bin ich da so ein bisschen verwirrt, ob es denn wirklich ein Farn sein könnte. Einen richtigen Farn gibt es auch noch. Ich gehe mal einen Schritt nach vorn. Oder zwei. Das ist dieser. Der ist eindeutig ein Farn mit den gefiederten Blättern. Der stammt ebenfalls aus der frühen Kreidezeit. Auch Fossilien etwas modernerer Tiere gibt es hier zu sehen. Und zwar verschiedenes, einzelne Knochen, ganze Skelette, die teilweise auch rekonstruiert sind, oder auch Zähne. Hier sehen wir Zähne verschiedener Tiere aus der Erdneuzeit, aus dem Oligozän oder aus dem Miozän. Und der Zahn ganz vorne rechts, der allergrößte von denen, das ist der Mahlzahn eines Indricotheriums. Und das Indricotherium ist das größte Landsäugetier, das jemals gelebt hat. Ich habe die Daten gerade nicht im Kopf, aber es war wirklich sehr groß. Und wir haben oben noch ein Schaubild, damit man sehen kann, wie sowas im Original in etwa aussah. Rechts eine Skelettrekonstruktion und links eine Lebendrekonstruktion. Das war in etwa ein Indricotherium. Hier eines der größeren rekonstruierten Skelette, das ist ein Stegodon. Dahinter gehen jetzt gerade Menschen her, in einem Abstand von ungefähr 2 Metern. Dann kann man sich hier in etwa vorstellen, wie groß dieser Elefantenvorfahr war. Was auffällig ist, ist, dass die Stoßzähne zum Beispiel relativ gerade sind, im Gegensatz zu den Stoßzähnen eines Mammuts. Die sind ja spiralförmig eingebogen. So, und zum Abschluss noch das Geweih eines Megaloceros. Das war ein Riesenhirsch. Ich habe eben unmittelbar davor gestanden. Ich würde es auf ungefähr 1,20 Meter schätzen. Es sind aber durchaus Riesenhirschgeweihe bekannt, die ungefähr 2 Meter lang waren. Das heißt also, auf beiden Seiten oder nach beiden Seiten hat der Hirsch in seiner vollen Breite ungefähr 4 Meter eingenommen. Auffällig ist, dass man hier so eine Schaufelgeweih hat und kein so verästeltes Geweih, wie man das von unseren heutigen Hirschen kennt, sondern das ist eher aussieht wie das Geweih eines Elches. Fundort ist Joko Dien. Das ist derselbe Fundort, wo man auch menschliche Überreste gefunden hat vom Homo pekinensis in der Nähe von Peking.